Was läuft? Mein Name ist Gökhan. Willkommen im House of Music. Kommt rein. Willkommen im House of Music. Mein Name ist Gökhan Güler. Wir sitzen hier in meinem Studio, in dem ich Mixes oder auch Masters mache für Künstler wie Enno, Miami Yassin, Los Boy Lino, Casimir oder auch Apache. Angefangen habe ich eigentlich als klassischer Beatmaker Ende 90, Anfang 2000 mit Plattenspielern, mit einem Sampler, Akai, MPC, das klassische Zeug, das, was man von der Zeit kennt. Und ich habe ganz fleißig Beats gemacht und eigentlich hat mich Engineering überhaupt nicht interessiert und der Übergang dahingehend war oder kam daher, weil ich meine Beats an Leuten gezeigt habe, vorgespielt habe und die das dann kritisiert haben und gesagt haben, ey, da fehlt der Punch, da fehlt der Druck, da fehlt die Professionalität da drin und dann bin ich auf die Suche gegangen. Bei vielen Songs, die ich gemischt oder auch gemastert habe, war ich auch als Produzent tätig. Bei uns im Haus haben wir auch ein Produzententeam am Start, Iceberg. Wir haben Jungs, die mit uns zusammenarbeiten, wie Kelly, Bedridge oder auch Seifo. Mit den Jungs fangen wir von der Pike an, Songs zu machen und bringen sie zu Ende. Wie ihr seht, hat mich das Produzieren nie losgelassen. Reines Mix und Mastering könnte ich mir auch nicht vorstellen, das wäre mir zu langweilig. Aber jetzt zeige ich euch mein Studio und mein Equipment und zeige euch, was ich für was benutze. Das Studio habe ich diesmal modular gestaltet. Ich hatte früher eine Konsole mit hier Mastering, Outboard, Kompressoren und Patch, hier digitaler Patch Bay und allem drum und dran. Aber das war mir zu statisch und zu starr. Ich habe es nie hingekriegt. Also mir war es wichtig, irgendwie eine Situation zu schaffen für alle Situationen. Also sei es präzises Abhören, aber auch ein Keyboard mal da haben zu können. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Also es war immer so, okay, hast du ein Mastering Desk oder hast du ein Production Desk? Und das hat mich total gestört. Deswegen habe ich mein Mastering Desk rausgeworfen, habe mir einen Tisch auf Rollen geholt, um, wenn ich Bock habe, hier an die Keyboards zu gehen, ein bisschen was einzuspielen und den Rechner, die Maus immer trotzdem neben mir zu haben. Oder ich stelle es um, wenn ich hier eine Session habe, komme ich hierher zu meinem Recording Equipment mit dem Preamp, mit dem Kompressor, habe alles da und stelle hier in die Mitte das Mikrofon auf und man hat hier einen super Vocal-Bereich, wo man recorden kann. Also es ist ein sehr multifunktionaler Raum, der in jede Richtung genutzt werden kann dadurch. So, das ist mein bescheidenes Rack. Hier habe ich meine Schmuckstücke drin, die ich für verschiedene Anwendungen benutze. Ich fange mal hier oben an. Hier habe ich meine Preamps, meine Neve Preamps. 1073er benutze ich hauptsächlich für Vocals, also für Recordings von Vocals. Ab und zu schleife ich auch mal Bässe durch, 808s oder sowas. Dann zu 90% gehe ich vom Neve Preamp in den 1176er als Recording Chain. Und das ist auch mein Lieblingsteil hier. Also man kann hier alles wegnehmen, aber die zwei in Tandem würde ich nicht weggeben. Egal wie viel Digitalisierung etc. hin und her. Ich habe hier noch einen Opto-Kompressor, den TubeTech, der sehr beliebt und bekannt ist. Der ist auch richtig nice, aber seitdem der 1176er da ist, kommt er nicht mehr so oft zum Einsatz. Hier habe ich noch mal einen TubeTech Recording Channel. Den verwende ich, wenn ich ein bisschen smoothere Sachen mache. Irgendwie so ein bisschen mit einem Vintage-Touch, mit einem Touch von Soul und Hauchigkeit, was nicht so auf die Fresse gehen soll. Dann gehe ich gerne hier durch und habe super Aufnahmen, die weich sind und wohlwollend. Hier unten habe ich ein ganz besonderes Stück. Das ist der Gate S39, bla, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Den habe ich abgekauft vom Ralf Meyer. Die Besonderheit an der Kiste ist eigentlich, dass sie kaputt ist, einen kaputten Transformer hat. Und dadurch
ein Vocal-Gesundmacher ist. Also wenn ich Vocals bekomme, die in so einer kleinen Booth aufgenommen werden und so dosig und kaputt klingen, gehe ich da durch und der macht das Gegenteil daraus. Also der rettet mir meinen Arsch bei Scheißaufnahmen. Ansonsten habe ich hier noch meinen Mastering AD-Wandler, den Larry Gold. Da gehe ich immer durch wegen dem Clipping, wegen dem Punch, wegen der Tiefe, wegen der Magic, die die Kiste mir gibt. Das ist auch sehr wichtig für mich. Hier habe ich noch meine UAD Satellite Octo-Karte. Ich benutze nach wie vor viele UAD-Plugins wegen dem Ton, wegen dem Sound, die es mir ermöglichen, dann auch auf viel Outboard zu verzichten und das Leben einfach bequemer zu halten, indem ich Total Recall fähig bin. Ansonsten läuft mein ganzes Studio über ein Antelope Galaxy Interface, aus dem Grund, weil das eine eierlegende Wollmilchsau ist. Ich kann dieses Interface nativ nutzen, als auch mit meiner Pro Tools HDX-Karte und habe 32 Ein- und Ausgänge auf dem ganz kleinen Space, kann Kopfhörermixes rausschicken. Ich habe hier einen Kopfhörermixer. Da schicke ich hier das Instrumental drauf für den Artist und hier sein Vocal, hier Reverbs und Delays, und der macht sich seinen Sound, wie er Bock hat, und da muss ich es nicht machen während der Aufnahme für den Kopfhörer. Und dadurch, dass ich auf verschiedenen DAWs arbeite, erleichtert mir natürlich das Galaxy die Anbindung zu den DAWs. Ich kann es als Pro Tools HDX-Karte benutzen, ich kann es nativ benutzen auf Studio One oder auch auf Ableton, oder auch wenn Gastproducer da sind, die auf FL arbeiten, können sich da drauf schalten. Ich habe hier zwei Presets, ein HDX-Preset und ein natives Preset, und dann kann man auch alles überall einbinden. Hier habe ich meine Vertigo Chain. Ich habe hier einen Vertigo EQ, den habe ich immer fest eingestellt auf Low und High Bump, bisschen Smiley Face EQ. Da gehe ich auch mit meinem Mix standardmäßig durch. Also ich fasse die Settings gar nicht an. Da sehe ich gerade, dass der eine falsch gestellt ist. So. die sind fix eingestellt und ich mische einfach da rein. Hier habe ich noch den Bettermaker Limiter, den nutze ich eigentlich als Output-Stufe für mein Lavery. Fürs Clipping mit dem Output bestimme ich, wie heiß ich in mein Lavery reinfahre. Also eigentlich ist es vor meinem Wandler, Clipper, der Gain-Regler sozusagen. Und ganz geschickt, weil ich das mit einem Plugin steuern kann und das abgespeichert wird in der Session. Hier habe ich noch den Kervax Replika. Das ist so eine, sind zwei Kanäle aus einem 1950 Röhrenmischpult. Da hole ich mir eigentlich Röhrendistortion raus, wenn ich lustig bin und wenn ich Bock habe. Auf Pianos oder E-Pianos oder so Sachen kommt es richtig schön. Es macht so ein bisschen Upward Compression und holt kleine Details raus, die man sonst nicht hört, und gibt den ganzen Plugin-Sound so eine Wertigkeit, eine Griffigkeit. Ich habe hier noch meinen Culture Vulture Super 15. Das ist eine brutale Distortion. Da gehe ich ab und zu mit Vocals rein, wenn man so richtig vocal distorted, stilistisch distortete Vocals haben will, dann jage ich das da durch, print das in meine Session und habe dann ein gewisses Sounddesign. Oder auch mit 808s sehr viel, oder mit Bässen hole ich Grid raus. Also das ist so ein auch etwas, was den Sound griffig macht. Hier habe ich noch einen Varimu-Kompressor. 14B heißt der, Locomotive Audio, genau, Vakuum-Typ-Kompressor. Nutze ich meistens auch für Vocals. Also wie ihr seht, fast die ganze Chain hier, das sind alles Tools für Vocals. Und je nachdem, was für Vocals ich brauche, suche ich mir einen aus. Wenn ich was in your face haben will, gehe ich durch den 1176er. Wenn ich etwas so ein bisschen mit Brillanz und mit Sizzle haben will, nehme ich den. Wenn ich etwas Kaputtes habe und das reparieren will, dann gehe ich hier durch. Wenn ich etwas smoother haben will, dann gehe ich hier durch. Und so habe ich eine schöne Farbpalette für Vocals.
die ich ganz am Anfang von meinem Mix verwende, um den Grundton zu bestimmen. Hier habe ich noch ein Schmuckstück, den 2254A Neve. Ich glaube 1969 oder 1970, irgendwie so in dem Bereich. Den nutze ich oft für Gitarren. Also wenn ich rockige Produktionen habe mit Gitarren, schleife ich die Gitarren durch, parallel meistens, und nimm das zurück wieder auf in die DAW, mischt es dazu. Das gibt dem Ganzen Dichtheit und Gewicht und einen schönen Vintage-Touch, den man ja gerne haben will in den digitalen Produktionszeiten. That's it. Hier habe ich meine Steuerungsmatrix für meine Speaker. Das ist ganz wichtig für mich. Das ist ein Trinoff-System, das macht die... Das reicht, das optimiert meine Speaker im Frequenzgang. Also hier sieht man so, ist Gegenarbeit, nee, ist jetzt, war, was da drin auf macht sozusagen. Und hier habe ich Presets für meine zwei Lautsprecher. Ich habe hier Augsburger Speaker importieren lassen aus den USA. Um einfach diesen brachialen Sound im Studio zu haben, um hier einfach mit den Artists Party machen zu können und die Songs abfeiern zu können. Also die machen richtig Welle. Und nebendran habe ich meine präzise Mastering-Abhöre. Das sind Miller Kreisel mit Micon Subs, die extra für mich gebaut wurden von Horst Körner aus Berlin, der auch mein Trinoff eingestellt hat, der mein System eingemessen hat und alles kalibriert hat. Und die haben auf jeden Fall eine präzise, schnelle Bass-Wiedergabe. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich so ein bisschen Lautsprecher-Fetischist bin. Ich habe hier noch ein paar Ex Machina Pulsar stehen, die ich auch ab und zu benutze. Manchmal packe ich die Miller Kreisel runter, stell die da drauf, oder ich nehme meine NS-10, stell die da drauf und tue das einstimmen und arbeite darauf, um einfach Spaß zu haben, andere Perspektiven zu bekommen und nicht immer alles gleich zu machen. Links und rechts von mir habe ich die zwei Diffusoren, die ich von einem glücklicherweise auf eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Die haben mich auch eine halbe Niere gekostet, ehrlich gesagt. Das war ein Hi-Fi-Typ hier in Süddeutschland, und die machen eigentlich 80% des Sounds in dem Raum aus. Also die Schöne, die Luftigkeit, die gehen runter bis 300 Hertz und haben ein ganz natürliches Feel, und ohne die funktioniert der Raum ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Aktuell habe ich gerade das Manley Silver hier hängen. Wir haben natürlich einige Mikros und die wechseln je nach Anwendung durch. Ich habe immer noch mein Horch Spezial RM2J mit dem Voice of God Modus, im letzten Video haben wir darüber gesprochen, meine ich. Und ich habe das Manley Rev C. Wir haben ein U87, ein Vintage hier. Wir haben auch ein Sony C800G hier im Haus. Je nach Situation wechseln wir die Mikros. Wenn wir zum Beispiel, wie bei den Kompressoren, wenn wir punchy Vocals haben wollen, nehmen wir ein U87. Wenn wir smooth Vocals haben wollen, gehen wir auf das Manley Silver. Wenn wir big Vocals haben wollen, die massig sind und schwer sind, dann benutzen wir das Horch. Poppige Vocals sind dann Sony C800G oder das Manley Rev C. Also, wir schwören hier nicht auf ein Mikro forever. Wir sagen, das passende Mikro zum passenden Job. Die Pedals benutze ich zum Sounddesign. Ich habe hier ein Small Stone und Electric Mistress. Das sind Pedals aus den 70ern, Vintage-Teile. Die tatsächlich benutze ich den Flanger oder den Phaser ab und zu auf Adlibs, um eine spezielle Struktur, ein bisschen einen Touch reinzubekommen in den Sound. Dann habe ich hier das Plasma, das
ist unfassbar krass auf Bässen oder auch auf 808s. Jage ich sehr gerne durch bei Produktionen. Oder ich schließe auch mal meine Keyboards hier an, den Juno 60 oder den Nordstage oder auch den Six-Track. Schleife das da durch, mache ein Sounddesign und recorde die Sounds dann als Audio in meine DAW. Und die meiste Arbeit findet im Rechner statt natürlich. Da arbeite ich auf Pro Tools und ich zeige euch mal da meine Lieblings-Plugins. Seit neuestem arbeite ich auf einem MacBook Pro M1 10-Core-Rechner. Davor hatte ich einen Mac Pro Tower mit 16-Core. Und ich finde es erstaunlich, wie die Power von diesem kleinen 14-Zoll-Laptop dem Riesen-Tower gleicht. Und der Vorteil für mich ist natürlich, dass ich den einpacken kann, mitnehmen kann auf Sessions, immer mein gleiches Setup dabei habe, meine Sessions dabei habe, mich auch mal zu Hause hinsetzen kann und da eine Session aufmachen kann und kleine Edits machen kann und mitnehmen kann und nicht mehr ortsgebunden bin, wie man das sonst von einer Studiosituation kennt. Wie erwähnt, ist meine DAW Pro Tools und das schon seit Jahren, weil das mir im Recording, Vocal Production, Mixing Process einfach alle Freiheiten gibt, die ich brauche. Ich bin sehr schnell darin, ich kann da Timings ganz schnell machen, ich kann da Vocal Compings ganz schnell umsetzen, gute Takes auswählen, Editings oder auch Drum Editings, wenn man mal auch Live Drums hat, das zu Time Align mit einer Band oder so. Das ist super übersichtlich für mich auf Pro Tools und super einfach. Was für mich unique ist die Übersicht einfach. Also Pro Tools hat so eine, ohne es negativ zu meinen, so eine spießige Oberfläche, die immer mir das Gefühl gibt, zu wissen, wo ich bin und sortiert zu sein in meinem Kopf. Mein Auge hat sich so dran gewöhnt, ich kann eine Session von vor 10 Jahren aufmachen auf Pro Tools und ich weiß, was da Sache ist und ich komme ganz schnell zurecht. That's it. Das ist eine persönliche Präferenz von mir, darauf zu arbeiten. Eins meiner Lieblings-Plugins zurzeit ist der Smart Comp von Sonnable. Den benutze ich auf allem, was ich komprimieren will eigentlich, weil er einfach schön clean dicht macht, die Signale. Und man kann hier mit dem Sidechain EQ schön spezifisch komprimieren. Also das heißt, wenn man Harshness weghaben will, kann man hier das obere Band hochziehen, dass der Kompressor da sensibler ist, oder wenn man was Mumpfiges entmumpfen will, kann man den Low-Band reinfahren und der nimmt mir dann die Low-Mids weg, die ein Signal zumüllen zum Beispiel. Ein sehr flexibles, easy to use, modernes Tool. Das gefällt mir daran. Das ist nicht irgendwie eine GUI, die irgendwas nachbilden will, sondern einfach ein geiles Tool. Auch die Presets finde ich ziemlich nice mit dieser KI, die da drin ist. Benutze ich auch oftmals gerne als Starting Point und als Vorschlag. Also ich mag die Vorschläge und die Starting Points, die der Kompressor mir gibt. Und dann tweak ich ein bisschen nach und gucke, wo ich das Signal hinhaben will. Und schieb's halt auch dann dahin. Was noch? Einer meiner Lieblingskompressoren zurzeit auf Vocals ist der Avid interne Bomb Factory 2A, der einen sehr schönen, warmen, runden Ton gibt auf Vocals. Die Kompression, da muss man ein bisschen sachte sein, da darf man nicht zu sehr rein, also die Nadel darf nur ein bisschen zucken maximal, aber wenn man das Ding reinlädt und einfach den Ton von dem Kompressor, das rundet schön ab und setzt das Vocal schön in den Mix rein. Das Lustige an dem Plugin ist, dass es, glaube ich, aus den 90ern, Ende 90ern oder Anfang 2000ern ist, so eins der ersten entwickelten Plugins von Avid oder von Bomb Factory, ich weiß nicht genau, wer es macht. Und eigentlich kann man sagen, das ist schon ein Vintage-Plugin, ne? Auf meinem Mixbus oder auch auf vielen Masterings nutze ich zurzeit den Sontek EQ von Matrix Halo gerne.
Ich finde, das ist ein richtig präzises Tool. Ich habe leider noch nie das Vergnügen gehabt, die Hardware davon zu benutzen. Aber wenn die Hardware annähernd so gut ist wie die Software, ist es auf jeden Fall Magic. Und dann verstehe ich auch, warum in jedem Mastering-Studio so ein Soundtech-EQ drin ist. Das Gute an diesem EQ ist einfach, der macht das, was du willst und was er sagt. Also wenn du da irgendwas rausziehst oder reindrehst, passiert nichts anderes außer das, was da passiert. Und es klingt sehr clean und sehr unsichtbar und sehr angenehm. Vor kurzem habe ich den Vertigo VSE 4 gekauft. Münchner Firma, die Hardware macht. Ich habe ja vorher auch über den EQ, den ich auf meinem Mixbus verwende, gesprochen. Das ist eine Software-Weiterentwicklung und da finde ich Software in diesem Sinne richtig spannend, weil das Sachen bringt, die man mit einer Hardware nicht hat. Diese EQ hat ist nicht nur ein EQ, das ist auch eine Distortion-Box, mit der man Frequenzbänder sättigen kann. Und nicht nur anheben, oder man kann sie absenken und sättigen und anreichern, dass man sich nicht mehr komplexe Parallel-Channels bauen muss mit Distortion, Frequenzbänder ausgrenzen und dazufahren. Das kann man alles in einem Plugin machen, auf die Chain draufpacken und gut ist. Was ich auf Produktionsseite spannend finde, ist PitchMap von Synaptics. Weil man mit dem Plugin in Echtzeit die Polyphonie von einem Sample manipulieren kann. Also sprich, ich kann das Plugin auf ein Sample draufladen, egal ob von Splice oder auf Cymatics oder von Schallplatte, Spotify, whatever, kannst draufladen. Kannst das Plugin mit einem Keyboard ansteuern und du kannst das Sample in der Tonalität in Echtzeit verändern. Und das ermöglicht natürlich im Sampling jede Menge neue Möglichkeiten, Sachen zu manipulieren, zu verändern, zu wieder zu verwerten, zu recyceln. Deswegen ist das mein Lieblingsproduktionsplugin momentan. Für Vocals gibt es drei Tools, die für mich unverzichtbar sind. Das ist einmal Melodyne, einmal Autotune. Ja. Tune Pro Boom und Vocaline von SynchroArt. Hier Autotune kennt ja natürlich jeder, hier den berühmten Effekt. Mit Melodyne kannst du da noch mal ein bisschen feintunen und davor rein manipulieren. Und Vocaline erleichtert mir einfach die Arbeit, indem er einen Guide-Track nimmt und das Timing und aber auch das Pitching dann übernimmt von dem Guide-Track für Backing-Tracks, dass man das nicht alles manuell schneiden und tunen muss. Und das war meine Studio-Tour. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Bis bald. Peace. Ciao.